Wir befinden uns wieder in den modrigen Hallen von Saint-Crétor. Wir hatten ein kleines Päuschen und jetzt geht es genau hier und nicht... Oh shit! Und nicht woanders weiter. Ich glaube, ich hatte Glück, dass er mich nicht gesehen hat. Nimm das, Geist! Oh. Das war eigentlich ein grüner Geist. Normalerweise sehen die einen vorher. So, genau, wir sind hier. Wir sind schon durch ein paar Gebiete von Saint-Crétor spazieren gegangen. Und jetzt machen wir uns an die Arbeit, ein paar verlorene Seelen zu befreien. Oh, da sehe ich gerade, ich habe meinen Chamäleon-Ring nicht mehr an. Ich überlege mir auch, beziehungsweise ich habe mir überlegt, meinen Chamäleon-Ring wahrscheinlich zu ersetzen. Dieses Chamäleon ist zwar nicht schlecht und das schneller laufen, aber man sieht mich dann eben nicht und ich finde es eigentlich sehr hübsch in Oblivion, wenn man die eigene Waffe und den eigenen Bogen und den ganzen Kram sehen kann. Das verleiht irgendwie ein geileres Feeling, versteht ihr? Ja, dieses Bett ist sehr verlockend, aber ich glaube, wir werden hier nicht mitten in den Katakomben in irgendeinem Bett schlafen. Das erscheint mir dann doch ein bisschen zu unsicher. Da scheint es weiterzugehen. Dann gehen wir natürlich zuerst mal wieder den Weg entlang, wo es garantiert nicht weitergeht. Oder wo wir zumindest mal hoffen, dass es nicht weitergeht. Und ein weiterer Geist. Pow! Oh, was ist da passiert? War das unser Lehmschuss? Was es auch immer war, es hat tadellos funktioniert. Und die Stimmung wird immer beklemmender. Wir haben immer weniger Pfeile. Nur noch 18 Stück. Schade, dass in diesen Nebenräumen keine Kistchen mit Extra-Loot sind. Aber nicht vergessen, Leute, wir haben immer noch ein paar Elfenpfeile. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich in der Aufnahme gekauft habe oder am Ende von diesem Oblivion Rush. Ich hoffe, dass Saint-Crétor nicht zu riesig sein wird. Sonst geht uns Stück für Stück die Munition aus. Oh, mir ist noch nie Feuer. Oh. Moment. Oh. Ich habe mal wieder vergessen, dass man in Oblivion mit E springt. Und nicht mit Leertaste. Oh shit. Da ist genau ein Geist. Lalala. Oh. Gut, dass er uns diesmal bemerkt hat, war klar. Wir haben uns auch nicht wirklich Mühe gegeben mit dem Anschleichen. Und vielleicht fangen wir einfach mal zum Spaß wieder seine Seele ein. Oh. Yeah! Ich weiß zwar nicht, ob wir das tatsächlich auch nötig haben, aber verkehrt kann das auf jeden Fall nie sein. No, etwas Licht in die Sache bringen. Hallo! Wie geht es euch? Hier dürften wir nicht zurückgehen können. Genau, hier war einfach der Haufen Felsen. Dann geht's jetzt hier weiter nach unten. Und außer etwas modrigem Gestein und einer schwierigen Kiste ist nichts Besonderes zu finden. Oh, crap! Sie haben mich ganz schön überrascht, Herr Skelettkrieger. Nehmen Sie das. Dies ist ein Geschenk von mir an Sie. Untote Klinge heißt er. Moment kurz. Ja, dich brauche ich für die Quest. Das wollte ich wissen. Entschuldigung, liebes Skelett. Könntest du kurz warten? Ich muss einen Moment auf meiner interaktiven Map nachgucken, ob du die richtige Person bist, die ich töten muss. Falls man in deinem Fall überhaupt noch von Person reden kann. So. Wo ist der Geist? Habe ich dich befreit? Ich habe die zweite der verfluchten Klingen eliminiert, die Saint-Crétor bewachen.
Dadurch kann sein Geist seinen Gefährten helfen, den Fluch des Unterkönigs vom Schrein von Tiber Septim aufzuheben. Ich sollte meine Suche nach den beiden verbleibenden untoten Klingen fortsetzen. Oh, da ist er ja. Hallo. Hallo? Ich kenne euch. Ihr habt mich befreit. Ja, richtig. Befreit auch meine Brüder, wenn sie denn immer noch versklavt sind. Gemeinsam werden wir den Schrein von der üblen Magie des Unterkönigs säubern. Na, wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen. Antiker Klingenhelm ist leider absolut nichts wert. Und wir haben nur noch einen einzigen Dwemer-Pfeil. Ich korrigiere, 2. Hier gibt es nichts mehr, also haben wir, wie es aussieht, diesen Flügel. Moment. Dieser Soundeffekt beim Schlösserknacken ist so unheimlich laut. Aber hier gibt es auf jeden Fall nichts mehr. Wenigstens questmäßig gibt es nichts mehr. Wir haben alles erkundet, dann können wir wieder rausspazieren. Und mit etwas Glück, was ich aber schon fast bezweifle, werden die Steine weg sein. Für einen angenehmeren und kürzeren Rückweg. Den ich natürlich nicht nehmen werde, weil ich mich von Anfang an verlaufen habe. Beziehungsweise die falsche Richtung eingeschlagen habe. Ich hole dich ein, Mann! Yes! Moment kurz, meine Karte. Oh Mist! Du hast es gut. Du bist hier seit Jahrhunderten schon gefangen. Du weißt, wo es lang geht. Ich bin der Neue hier. Ich habe keine Ahnung. Ich bin eigentlich immer überall der Neue und ständig muss ich die Sachen lösen. Ich würde so gerne glauben, dass ihr imstande wärt, die Sachen selbst zu klären für euch, solange wie ihr schon hier unten rumgammelt. So, schauen wir mal. Da sind wir hergekommen, Sancretor. Hier haben wir gerade eben aufgeräumt im Gefängnis. Dann gehen wir zu den Hallen der Beurteilung und Katakomben und das Grab des der Kaiser von Rämern. Lassen wir uns für den Schluss. Ja. Ja. Hier lang? Jawohl. Oh, wahrscheinlich wird das genauso wie das Gefängnis aufgebaut sein. Ein paar Gänge, ein paar Räume. Und am Ende irgendwo ein Skelett. Oh. Geist Nummer 1. Bei dem uns zum ersten Mal die Munition ausgeht. Nimm Elfenpfeile. Oh Mist. Oh. Vielleicht sollten wir auch irgendwann zum Schwert umsteigen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, weil mit den Pfeilen wird das langsam ein klein wenig... Oh Gott, da sind 2 Geister. Das wird ja eine richtige Party hier. Ah. Okay, mal nachdenken. Von wie weit aus können wir die treffen? Von hier bestimmt immer noch, oder? Whee! Sauber. Sind das immer noch Schleichangriffe? Jawohl. Na, könnt ihr mich nicht sehen? Bin ich zu weit weg? Schmeckt's? Also wie es scheint, solange ihr weit genug entfernt seid, könnt ihr euch austoben mit den Schüssen, wie ihr wollt. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob das diesmal an dem Chamäleonszauber liegt, an dem Chamäleonsring. Dass die mich durch die enorme Entfernung nochmal eine ganze Ecke schlechter spotten können. Und wie es aussieht, gibt mir das einen so krassen Vorteil, dass ich theoretisch, wenn die Gänge groß genug sind, alle aus der Ferne kaputt machen kann.
Okay. Wie es aussieht, branched. Ich sollte vielleicht aufhören, so viele englische Begriffe zu nutzen. Das geht bestimmt einigen von euch voll auf den Sack. Aber hier gibt es noch einen Seitenweg. Ah, das führt wieder in die Katakomben. Interessant. Dann würde ich sagen, räumen wir erstmal hier alles leer. Gehen dann in die Katakomben. Hier in die Katakomben. Und dann sollten wir in der Haupthalle durch das andere Tor, was dort in die Katakomben geführt hat, wieder rauskommen können. Das wäre sehr praktisch. Doch zunächst, Geister! Oh, schon wieder zwei. Das wird langsam ein bisschen anstrengend. Ganz ehrlich. Wir müssten das ein bisschen anders machen. Folgendes, wir haben einen Bogen mit Demoralisieren. Ich hoffe, dass der noch funktioniert. Und nicht, dass die Gegner schon ein zu hohes Level dafür haben. Okay, sehr gut. Solange ich geheidet bin, kann ich und weit genug weg bin, dann kann ich sie zumindest mit der Mindestanzahl an Schüssen platt machen. Aber ob das immer so leicht laufen wird, ich weiß es nicht. Und ich glaube, ich werde meinen Bogen jetzt auch vorerst nicht mehr aufladen, damit wir unsere Pfeile ein bisschen besser aufheben können. Da die Chance somit höher ist, dass wir die Pfeile wieder... Nein! Aufheben können. Oh Gott, Lag. Waren zum Glück immer noch zwei Hits. Jetzt du da unten. Komm, dich krall ich mir. Was, du hast meine Mutter beleidigt? Oh shit. So, aber jetzt mache ich dich mal lieber mit dem Leidensdorn fertig oder so. Yes, yes, yes. Machen wir es ab jetzt einfach so. Wenn der Kill nicht sofort mit zwei Pfeilen klappt, dann mache ich den Rest der Arbeit mit einer Nahkampfwaffe. Oh Gott, so viele Gänge. Ein Kistchen für den Stone? Oh, tatsächlich. Ausgezeichnet. So, hier haben wir gerade eben den anderen erledigt. Tuppidu. Hallo? Ah ja. Ich erinnere mich. Hier sind wir reingekommen und das war die Brücke, und unter der wir vorhin drunter durchgelaufen sind. Oh, schwieriges Schloss. Loot! Und, oh, 250 Gold und sogar aufgeladene, niedere Seelensteine. Wenn ich mir so recht überlege, können wir die eigentlich auch sofort in die Gegenstände kloppen. Den Bogen will ich vorerst mal nicht aufladen. 300 Punkte können wir in Leidensdorn reinhauen. Und, ja, den Bogen, wo die Gegner noch anfangen zu flüchten, warum nicht? Und wir haben ein Level-Up. Ja, Leute, letztes Mal, als wir mit der Aufnahme aufgehört haben, waren wir schon bei 90% eines Level-Ups. Das heißt, nicht mehr viel hatte noch gefehlt. Oh, was war das? Das war mein eigener unsichtbarer Bogen. So, du da hinten. Und wenn der Bogen nicht verzaubert ist, ist der Schaden echt lachhaft. Immerhin liegen hier die Pfeile rum, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich glaube, ich werde es trotzdem so machen, weil diese 3-4 Pfeile, die da abspringen, die sind mir derzeit ein bisschen mehr wert als zusätzlicher Schaden. Denn die Tür ist einfach so hinter mir zugegangen, alles klar. La la la, ich habe keine Angst, mir geht es gut, mir geht es super. Das ist ein schöner, angenehmer Ort, ja, ich weiß, es ist ein bisschen feucht, aber das ist okay. Hallo?
Ich suche nur ein Skelett, ungefähr 2 Meter groß. Ich weiß nicht, könnten mir die Damen und Herren hier vielleicht weiterhelfen? Da ist es ja. Gut, dass die so hell dampfen. Das sieht nach Fallen aus.